Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe auf Oddspedia NBA. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Sonntagmittag, Nachmittag und einen Basketballabend. Wie es der Zufall so will, haben wir heute zur 11. Ausgabe 11 Spiele und die ersten zwei zu deutscher Zeit, New York Knicks, 19 Uhr gegen die LA Clippers. Und dann mit dem Spiel, auf das ich mich jetzt schon freue, die Washington Wizards treffen daheim auf die Boston Celtics. Bis gleich. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und ihr wisst, bevor wir auf dieses erste Spiel schauen, und ich werde auch die 11 Spiele relativ schnell durchflexen, weil 11, da hat man nicht so viel Zeit und ich möchte, dass nicht hier alles komplett ausartet zeitmäßig. Aber wir gucken erstmal auf die Tabelle. Da haben wir nämlich schon länger nicht mehr drauf geguckt. Und im Westen weiterhin die Phoenix Suns auf der 1, jetzt schon mit 3,5 Siegen Vorsprung vor den Golden State Warriors. Die Suns sind für mich so ein spannendes Team, weil ich finde, irgendwie hast du im Westen die Warriors im Kopf, du hast die Lakers im Kopf, vielleicht sogar die Clippers, aber du redest eigentlich sehr, sehr selten von Phoenix und auch Utah so als Meisterschaftsfavoriten. Und die Memphis Grizzlies mischen da auch mit diesem wirklich dynamisch jungen Team. Die Mavs auf der 5, die Nuggets auf der 6. Ich meine, wie krass ist die Saison von Nikola Jokic? Der war letztes Jahr MVP und spielt dieses Jahr eigentlich nochmal einen Pfund krasser. Und das vor allem mit dem sehr verletzungsgeplagten Team. Das carried er auf seinen Schultern ohne Ende. Auf der 10 haben wir die Portland Trailblazers, bei denen ja wegen einer Operation der Damian Lillard länger schon ausfällt. Und er hat jetzt auch gesagt, er kommt nur dann zurück, wenn die Trailblazers noch um die Playoffs mitspielen und nicht um einen Lottery-Pick. Sie sind auf der 10. Wie ihr wisst, gibt es ein Play-In-Tournament für die letzten beiden Playoff-Plätze 7 und 8. Und da sind momentan die Lakers, Clippers, Timberwolves und Blazers. Von den Teams, die dahinter sind, vielleicht können die Pelicans nochmal mitmischen, wenn Williamson diese Saison noch zurückkommen sollte und das Team dadurch verbessert wird. Aber eher sehe ich da sogar noch die Kings mit ihrem potenziellen gut tradebaren Kader auf der 9 oder 10, weil ich glaube, da wird jetzt in den nächsten 2-3 Wochen noch was passieren. Ihr wisst es, Mitte Februar, 10. Februar ist die Trading Deadline und bis dahin müssen alle Trades durch sein und gerade bei den Kings hört man ja öfter, dass sie Interesse an Ben Simmons haben und Ben Simmons, der dieses Jahr noch nicht gespielt hat, ist mit seinen 76ers, so wie andersrum, die 76ers sind ohne ihn auf der 6. Im Osten führt mittlerweile Brooklyn mit genauso vielen Niederlagen, aber einen Sieg mehr als die Bulls die Tabelle an. Die Bulls, ich glaube, sie spielen heute Nacht auch, oder ich glaube nicht, ich weiß, genauso wie die Nets. Da komme ich dazu dann noch ein bisschen sehr, sehr verletzungsgeplagt, leider. Genauso wie das Überraschungsteam im Osten, die Cleveland Cavaliers, da wird jetzt wahrscheinlich auch noch Markkanen länger ausfallen. Auf jeden Fall sah seine Enkelverletzung gestern, Knöchelverletzung, sehr, sehr bitter im Video aus. Ich hoffe, dass nach Sexton und Rubio nicht Marken der dritte große Name bei den Cleveland Cavaliers ist, der ausfällt, weil sonst wird es schwierig, dass sie weiterhin so gut performen. Die amtierenden Meister, die Milwaukee Bucks, derzeit auf der 4 und wir sehen einen unglaublich ausgeglichenen Osten, also bis zu den Atlanta Hawks kann da jeder noch in die Playoffs mitspielen und ich finde es sehr, sehr schade, dass es das Play-In-Tournament gibt. Gibt ja Leute, die sagen, das ist super, gibt auch viele, die sagen, das ist irgendwie ein Schmarrn und geht einfach nochmal darum, mehr Geld zu machen durch die Einschaltquoten und Werbeverträge und bla bla bla. Auf jeden Fall finde ich es deshalb schade, weil wir so einen knappen Osten haben und es dann noch viel geiler wäre aus meiner Sicht die Endphase der Saison, wenn der 8. der letzte Platz wäre, der für die Playoffs möglich ist, weil so hätten wir momentan auch die Wizards und Celtics drin und sogar die Knicks. Die brauchen sich eigentlich auch noch nicht auf eine postseasonlose Saison einstellen, weil ja Platz 10 ist ja immer noch möglich. Natürlich wäre es Platz 8 auch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das werden auch viele hier genauso sehen. Die Raptors, auch überraschend, oder? Dass die jetzt auf die 8 vorgestoßen sind, sind jetzt auch nicht mehr so handicapped an Verletzungen. Aber trotzdem hätte ich es ihnen nicht zugetraut, wenn dein Führungsduo Van Fleet und Siakam ist. Und sie waren ja wirklich vor ein paar Wochen noch fast ganz unten und jetzt durch einige Winning Streaks und auch wieder 10
sechs Siege aus den letzten 10 Spielen davor gekommen. Aber jetzt gucken wir mal auf die einzelnen Spiele. Das erste ist die Knicks gegen die LA Clippers. Bei den Knicks ist Kemba Walker wieder mit dabei. Das ein oder andere Spiel mit etwas weniger Minuten hat er bestritten. Hat es was geholfen? Nein, es gab 3 Niederlagen. Gegen die Pelicans daheim, gegen die Timberwolves daheim, gegen die Hornets daheim. Gibt ja dann auch Buhrufe gegen die eigenen Spieler. Ich glaube, da ist irgendwie New York berüchtigt dafür, dass sie nicht so sehr auf ihre eigenen Spieler stehen, wenn es nicht gut läuft. Davor gab es 2 Siege, ja, okay, aber davon können sie jetzt auch nichts kaufen. Und Walker ist für heute fraglich. Cam Reddish, den sie ja wirklich für billig eingekauft haben, eingetradet haben, könnte heute sein Debüt feiern, aber ist zumindest jetzt noch auf dem Injury Report und Nerlens Noel weiterhin verletzt. Auf der Seite der Clippers, wir wissen es, die beiden Superstars, Kawhi Leonard und Paul George, fallen aus. Sind insgesamt, aber aus meiner Sicht, und auch wenn ich Tyronn Lue eigentlich nicht so viel bisher in meinem Basketballleben abgewinnen konnte, wird ihn nicht stören, aber wollte das nochmal gesagt haben. Tyronn Lue macht echt einen guten Job. Die Clippers, wenn man ihnen eins nicht vorwerfen kann, dass sie nicht kämpfen würden. Und das Team spielt wirklich einen guten Basketball im Rahmen seiner Möglichkeiten. Wird es am Ende für die ersten 8 reichen? Hängt bestimmt davon ab, ob Paul George wiederkommt, ob auch ein Kawhi Leonard wiederkommt. Und naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall sind sie jetzt hier Außenseiter gegen echt nicht gute New York Knicks. Das Spiel zur frühen Nachmittagszeit. Ich glaube, da sind die Fans noch nicht so aggressiv. 207 Punkte Line ist gerade sehr, sehr wenig eigentlich, weil wir viele Highscoring-Games derzeit sehen. Aber wenn wir hier mal schauen, New York öfter unter den 90ern oder 100er, um die 100er geblieben mit ihren Gegnern. Und die Clippers können verteidigen und Offensive. Also ich würde hier, auch wenn es ein früher Start ist, ein 207 überspielen. Und tatsächlich muss man ein bisschen berücksichtigen, dass die Clippers den nicht besseren Kader haben, aber besser eingespielt sind. Und von daher, wenn wir die Handicaps anschauen, warum sehen wir jetzt hier nichts? Denn dazu wollte ich gerade was sagen. Machen wir nochmal. Jetzt Clippers plus 3,5 wäre meine Wette, wenn ich eins dabei nehmen müsste. Aber das Over gefällt mir insgesamt besser als die Siegwette. Danach geht es weiter mit den Miami Heat gegen die LA Lakers. Ich schaue nochmal ganz kurz hier auf die Tabelle. Die Heat Dritter. Und das, obwohl sie jetzt schon seit einigen Spielen auf Tyler Hero verzichten müssen. Kyle Lowry fällt aus. Adebayo ist zwar jetzt dabei, aber hat schon das ein oder andere Spiel gefehlt. Markieff Morris ist draußen und Jimmy Butler, der Franchise-Player in einem Team, was gut ausgeglichen ist, mit 21 Punkten, 6 Rebounds, 6 Assists, macht eine gute Saison. Auf der anderen Seite ist das, was LeBron James im hohen Alter aufs Parkett zaubert, der absolute Wahnsinn. Sie sind ja trotzdem Außenseiter, weil James alleine halt jetzt auch nicht unbedingt so stark ist und Russell Westbrook taugt auch nicht wirklich, ist ja auch die Nummer 1 in den Trade-Gerüchten von LA, nur den will halt keiner. Wenn du Westbrook abgibst, wirst du in der Regel schlechtere Spieler dafür bekommen, weil sein Vertrag einfach zu hoch ist und deshalb glaube ich, dass er auch jetzt am Ende der Saison bei LA sein wird. Sie haben aber Horton Tucker, der vielleicht ein bisschen Value hat, um irgendeinen Borderline All-Star zu bekommen. Also nicht Borderline All-Star, sondern einen Veteranen, der das Team zum jetzigen Zeitpunkt noch mehr verstärken wird. Nach dem Spiel der Heat, bei den Heat geht es zu den Brooklyn Nets, also kein leichtes Programm. An der Ostküste hat es mit den Magic gestartet gerade. Genau. Also was soll ich dazu sagen? LeBron James ist auf jeden Fall Day-to-Day. Steht noch nicht ganz fest, ob er dabei ist. Wenn James nicht da ist, dann kann man hier die 1-6 bzw. auch das Asian Handicap von minus 4 einloggen. Da bin ich mir relativ sicher. Die Punkte würde ich wegkommen. Aber ja,
Heat minus 4, wenn James nicht aufläuft. Bei den Bulls, wir haben es gesehen, waren jetzt ein paar Wochen lang auch auf der 1 immer vorne dabei, aber sie haben halt einfach Verletzungspech, da ist fast eine Starting-Lineup nicht dabei, da ist der Caruso, fällt jetzt 6 bis 8 Wochen aus, Levine ist ja sowieso ausgefallen, dann Vucevic war ein paar Wochen nicht dabei, der ist jetzt zwar wieder mit am Start, aber die haben es echt leider nicht leicht. Chicago, DeRozan spielt wirklich gut und ja, das führt einfach dazu, dass sie jetzt das ein oder andere Spiel nicht mehr gewonnen haben. Wir sehen es nur 1 der letzten 5 gewonnen, genauso wie die Magic. Und bei den Magic war das erwartbar, wenn vor allem Franz Wagner dein bester Spieler ist. Der macht, glaube ich, einen viel besseren Job als sich deutsche Basketballfans gehofft hätten. Mo Wagner, Moritz Wagner, sein Bruder, kriegt nicht ganz so viele Minuten und dementsprechend natürlich auch nicht ganz so große Rolle. Aber der Franz Wagner könnte ein wirklich richtig guter NBA-Spieler werden. Man muss halt bei Rookies oder jungen Spielern, die immer viele Punkte machen, mal abwarten, wie ist es, wenn die Mannschaft besser ist, wie ist es, wenn sich dann die Gegner vielleicht auch darauf eingestellt haben. Und klar, es gibt viele Spieler, die 20 Punkte in schwachen Teams aufgelegt haben und dann trotzdem keine glorreiche NBA-Karriere gehabt haben. Wobei man auch sagen muss, Hauptsache in die NBA gekommen zu sein, das ist schon sehr, sehr viel, was man im Leben geschafft hat. Es gibt ja nur so um die 400, 450 Spieler, die da pro Jahr einen festen Vertrag haben. Ganz klar, das Over-Under spielen wir nicht, aber ich würde hier auf die minus 3,5 auf Chicago gehen. Wir dürfen nicht vergessen, Nikola Vucevic, der Ex-Magic, der ist dabei, DeRozan ist dabei und es sind schon 2 Spieler. Ich schau mal, ob man hier die Head-to-Head sehen könnte. Da haben die nämlich, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal gegeneinander gespielt und jeweils hat Chicago gewonnen. Also hier alle Head-to-Head-Ergebnisse. Ach, hier oben ist es ja sogar. Und ich habe nicht geschummelt, weil diese beiden Spiele sind in diesem Jahr gewesen. Die Bulls mit 4 Punkten erst gewonnen, vor kurzem in diesem Jahr und im November mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Und das andere Spiel ist noch aus dem letzten Jahr. Also, Bulls minus 3,5, da fühle ich mich wohl mit. Bei den Raptors gegen die Trailblazers auch. Hier gab es ja einen Trade zwischen diesen beiden Teams. Norman Powell spielt jetzt nicht mehr bei den Raptors, sondern bei Trailblazers, schon letztes Jahr passiert. Dafür hat Toronto Gary Trent Jr., der passt da gut rein. Trailblazers ohne Lillard, habe schon gesagt. Und McCollum ist jetzt wieder zurück, aber trotzdem, ich würde hier einfach auf die Raptors gehen. Minus 7,5 ist ein hoher Spread für so ein Team wie Toronto, aber daheim die letzten Male zwar ohne Publikum, nichtsdestotrotz sind die sehr, sehr fokussiert, haben einen klasse Trainer und die Line mit 214, wenn schon over, aber lieber nicht spielen. Und dann haben wir das Spiel, was mich persönlich sehr, sehr freut, Washington Wizards gegen die Boston Celtics. Washington war am Anfang der Saison wirklich vielversprechend unterwegs, dann gab es ein kleines Tief, aber das Team ist spannend zum Zuschauen zusammengestellt. Also du hast halt mit Bradley Beal einen Franchise-Player, der sich aber schön auch zurücknehmen kann. Dann hast du Kyle Kuzma, der bei den Double-Doubles sogar richtig, richtig weit vorne ist und irgendwie das Total Package ist und nicht nur einfach ein Spot-Up-Shooter wie bei den Lakers. Du hast Montrezl Harrell, Spencer Dinwiddie, der nicht ganz so stark zurückgekommen ist von seiner Verletzung, wie er davor bei Brooklyn gewesen ist, aber auch ein Spieler, den ich mag. David Bertans, der kann Dreier werfen. Hachimura, ein guter Spieler. Abidja, oder wie ihn heißt, der Israeli, der Top-10-Draftpick gewesen ist. Also, das ist ein tiefes Team, wo vielleicht noch 1, 2 Stellschrauben fehlen, damit es ein Top-Team wird, aber sie haben Potenzial und auf der anderen Seite haben wir die Boston Celtics, die so viel Potenzial hätten, die eigentlich vor ein paar Jahren die Zukunft der nächsten Jahre für das Conference-Finale gewesen sind, aber dann ging alles nicht ganz so gut aus wie erhofft mit Kyrie Irving, mit den Draft-Picks, die sie nicht ganz so gut ausgespielt haben. Auch haben sie nicht sich einen Superstar geholt. Sie haben dann doch die Finger weggelassen von Anthony Davis, weil man gedacht hat, den kann man dann vielleicht nicht verlängern. War es ein Fehler? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr enttäuschende Sache, die Saison. Deshalb ist auch Brad Stevens nicht mehr auf der Trainerbank.
Und mittlerweile hinter den Kulissen aktiv, aber weiterhin für Boston. Also, Boston mit Dennis Schröder hier für mich nicht der Favorit. Von der Quote her sehr, sehr ausgeglichen. Ich würde aber wirklich auf Washington gehen, weil sie haben auch noch den Heimvorteil. Schauen wir mal die letzten Spiele an. Hier die Wizards nicht wirklich erfolgreich. Niederlage gegen die Raptors, Niederlage gegen die Nets, ganz, ganz knapp. Sieg gegen die 76ers und hier die Celtics mit einer enttäuschenden Niederlage gegen Portland und gegen Charlotte. Zwei Teams, die müssen es einfach schlagen und sie kommen nicht richtig in Tritt. Und ich glaube auch nicht, dass es heute Abend der Fall sein wird. Over-Under 217, 218 Punkte. Da eher Under, beziehungsweise Finger weg. Und gut, die Line minus 1 auf Washington ist eine Zweierquote. Das nimmt man natürlich dann gerne mit, anstatt die 1,93 für diesen einen Punkt. Also Washington hoffe ich, dass die gewinnen. Und dann geht es weiter mit Charlotte gegen Atlanta. Charlotte in der Tabelle noch vorne. Atlanta letztes Jahr, dürfen wir auch nicht vergessen, im Conference Final gewesen. Gegen die Milwaukee Bucks einen starken Kampf geliefert. Und dann hat man gedacht, junges Team, die marschieren, das geht einfach so weiter. Nate McMillan, da haben sie auch noch einen Trainer, der da richtig gut zu der Truppe passt. Aber die Saison läuft es nicht. Diese Saison läuft es nicht. Sie haben jetzt auch angeschlagene Spieler für heute Nacht. Charlotte, gefällt mir das Team, also das gefällt mir wirklich gut. Wir schauen auch nochmal hier die letzten Spiele kurz an. Jetzt habe ich mich verklickt. Wo sind sie? Zack, zack, zack. Überblick. Und hier sind sie. Charlotte, Sieg gegen Oklahoma, Boston, wie wir gerade gesehen haben, New York. Das war, glaube ich, sogar letzten Montag. Wie schön war der Martin Luther King Day aus Basketball-Sicht. So viele Spiele zu unserer Zeit. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und hat mich auch so ein bisschen zur Bubble-Season zurückerinnern lassen, wo es ja eigentlich fast jeden Tag NBA-Basketball für akzeptable Zeiten für uns gibt. Und da ich ja auch schon seit 100 Jahren nicht mehr studiere, schaffe ich in meinem fortgeschrittenen Alter auch nicht mehr so viele Nachtsessions. Eigentlich schaffe ich so gut wie gar keine mehr. Auf jeden Fall, anderes Thema. Die Charlotte Hornets haben hier auf sich aufhorchen lassen. Aber Atlanta auch jetzt mit 3 Siegen in Folge gegen die Heat, gegen die Timberwolves, gegen die Bucks. Alles 3 gute Teams. Also vielleicht kommt jetzt endlich die Trendwende aus Sicht der Hornets und sie haben aus meiner Sicht auch das bessere Team als Charlotte. Nichtsdestotrotz bin ich für einen Sieg der Hornets. Jetzt steigt hier gerade mein Internet. War aber egal, ich möchte nämlich gerne das Asian Handicap hier sehen. Bei einer Außenseiterquote von 2,3 wird das Asian Handicap wahrscheinlich irgendwie so bei plus 3,5 irgendwie so sein. Würde ich auf jeden Fall anspielen, weil es ist ein absolutes 50-50-Spiel, in dem das Team wahrscheinlich gewinnt, was besser reinkommt ins Spiel. Gewagte Prognose, ich weiß, aber ich sehe hier die Hawks leicht favorisiert, gerade mit 3 Siegen in Folge und dann, wenn man eben durch das Plus-Handicap sich noch einen kleinen Puffer ausbauen kann, why not? Dann geht es weiter mit den Spurs gegen die 76ers. Die 76ers haben ungefähr 30, 35 Punkte, die sie aufholen müssen, denn sie haben 3 Spieler, die nicht dabei sind. Seth Curry, Shake Milton und Danny Green. Danny Green ja schon länger, auch ehemalige Spur. Und San Antonio ist Trash leider. Keine gute Saison für Greg Popovich. Und die 76ers sind sehr von dem Beat abhängig. Der braucht seine 30, 40, 50 Punkte. Wenn er die nicht hat, dann wird es schwer für Philly zu gewinnen. Und das ist sehr schade, denn sie haben ja eigentlich ein Meisterschaftsteam beziehungsweise ein Team, das erst in der Regular Season sein sollte, könnte, müsste. Und mal gucken, ob da noch was passiert mit Ben Simmons. Der Daryl Murray, der General Manager, sagt, es ist eher unwahrscheinlich, dass was passiert, aber sie haben ihre Hörer parat. Sie sind mit jedem Team schon mal in die Gespräche gegangen und bisher ist halt dabei noch nichts Sinnvolles rausgekommen. Schwierige Entscheidung für Philadelphia, was sie machen. Die 76ers sind hier leichter Außenseiter und auch hier mit einer 1,5 minus gibt es eine 1,97-Quote. Die würde ich doch definitiv nehmen. Dann haben wir Dallas, die irgendwie Defense können. Ich weiß gar nicht, warum und wieso, weil Jason Kidd steht jetzt auch nicht so unbedingt als Defense-Coach. Zumindest vor der Saison hätte ich das nicht erwartet. Aber die Dallas Mavericks haben die 5 beste Verteidigung gehabt. Das
ist doch eine Überraschung. Und auch wenn das Verhältnis von Porzingis und Doncic nicht das allerbeste ist, was ich zumindest so auf dem Platz sehe, läuft es doch gar nicht so verkehrt. Und die Grizzlies sind die Überraschungsmannschaft schlechthin, obwohl sie auch verletzungsgeplagt sind, gebeutelt sind. Sind sie doch immer noch auf Position 3, wie wir hier sehen. Und mit 32 Siegen haben sie auch 6 mehr als Dallas. Die Mavs mit einer 8-2, genauso wie die Grizzlies in den letzten 10 Spielen. Überhaupt, die Grizzlies hatten ja eine tolle Winning-Streak-Bilanz und dann kam Dallas und hat ihnen das einfach weggenommen. Gibt es jetzt die Revanche? Ich hoffe nicht als Dallas-Fan, aber aus Wetttipp-Sicht würde ich Hände weg von dem Spiel lassen, beziehungsweise plus 3,5, wenn man spielen müsste, auf die Grizzlies. Nuggets, Pistons, machen wir es kurz. Die Pistons werden dieses Spiel nicht gewinnen, das sagt uns schon die Quote. Wer möchte, kann hier plus 11, plus 12 auf Detroit spielen. Ansonsten taugt einfach nur ein einfacher Nuggets-Sieg. Und hier haben wir die Timberwolves gegen die Brooklyn Nets. Hier würde ich weiterhin verfahren, genauso wie letzte Woche, auch wenn der Plan auf Brooklyn nicht ausgegangen ist, dadurch, dass Durant derzeit verletzt ist und ja, dass die Brooklyn Nets natürlich sehr schwächt. Die haben sie immer noch einen Harden, haben sie immer noch einen guten Supporting Cast und einen Kyrie Irving. Deshalb würde ich hier plus 2 auf Brooklyn nehmen. Das ist eine, wenn es eine Zweierquote quasi gibt auf Brooklyn, dann würde ich die einfach anspielen und schauen, was passiert, auch wenn natürlich eine Niederlage der Nets im Rahmen der Möglichkeiten ist. Dann haben wir die Golden State Warriors gegen die Jazz. Ach man, die Jazz. Die könnten so ein intaktes Team haben, aber Gobert und Mitchell verstehen sich halt nicht und es gab dann auch wieder Twitter Kriege, was heißt Kriege, auf jeden Fall hat Gobert seine Mannschaft defensiv angekreidet, nicht so auf der Höhe zu sein und Donovan Mitchell hat dagegen geschossen und irgendwann hat auch mal in einem Interview vor kurzem Gobert gesagt, naja, die Chemie und das Verhältnis zwischen ihm und Mitchell wird nie perfekt sein, aber solange beide um die Meisterschaft spielen wollen, sobald beide da an einen Strang ziehen, um zu gewinnen, passt doch alles. Schade, weil ich glaube, dass Harmonie auf dem Court und abseits des Courts eigentlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, vor allem für so ein Team, wie sie Jazz sind. Die haben so viele gute Spieler, gute, ich nenne es mal Stars aus der zweiten Reihe. Und jetzt geht es nach Golden State, beziehungsweise in den Golden State, nach San Francisco zu den Golden State Warriors. Da hat Steph Curry sein Buzzerbeater gegen die Houston Rockets gefeiert ohne Ende, als müsst ihr euch mal anschauen, ist gestern, vorgestern oder so passiert. Der hat sich gar nicht mehr einbekommen, war aber anscheinend der Erste in seiner Karriere und deshalb ist die Freude natürlich so verständlich, auch wenn es nur gegen Houston gewesen ist. Warum glaube ich, dass die Warriors gewinnen? Naja, das liegt in erster Linie daran, dass Mitchell hier fraglich bzw. draußen ist bei dem Spiel. Gobert ist Day-to-Day, Hassan Whiteside ist nicht dabei und das sollten eigentlich die Warriors nutzen, denn auch in diesem Spiel geht es immerhin darum, nochmal vielleicht einen Puffersieg gegen die Jazz zu bekommen. Ihr seht, sie sind momentan 3 Siege vorne, dann werden sie 4 Siege vorne und auch für den direkten Vergleich ist doch sowas, wenn es dann später in die Standings geht, gar nicht so blöd. Die Warriors hätten jetzt bisher das erste Spiel haben sie gewonnen. Wenn sie jetzt auch noch das zweite Spiel gewinnen gegen die Jazz, dann ist es doch vom Tiebreaker schon mal sehr, sehr gut. Die 1-6 reicht ehrlich gesagt, wer ein bisschen risikofreudiger ist. Was ist jetzt hier los? Das macht ja gar keinen Sinn. Wir haben hier, schaut mal, eine 1-6 Heimquote und dann Asian Handicap angeblich 0,5 nur. Bisschen verwunderlich. Weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwas passiert ist oder ob das so eine Booster-Bet ist. Egal, auf jeden Fall, wenn ihr so eine Quote habt, unbedingt anspielen und sonst halt auch einfach die 1,6. Also, 11 Spiele heute, Wahnsinn. Ich hoffe, das Video ist euch nicht zu lang geworden, dass ihr das ein oder andere mit rausziehen könnt. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, einen wunderschönen Restsonntag. Happy NBA Games heute Abend, heute Nacht und wir sehen uns dann wieder nächsten Sonntag bei NBA bei Oddspedia. Bis dahin.
Oddspedia, the Sports Betting Community.